Und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy VII. So, nachdem man mir mehrmals gesagt hat, dass der Spielesound ziemlich laut ist und ich ziemlich leise, habe ich mal ein bisschen an den Einstellungen rumgespielt und ich hoffe, das ist jetzt besser. Wenn nicht, dann schreibt es mir doch bitte nochmal in die Kommentare. Ich werde dann nochmal mein Bestes versuchen und ja, mir Mühe geben, dass es dann vielleicht irgendwann mal passt in der nächsten Folge. Aber wir machen jetzt erstmal unbeirrt weiter. Ich habe den Sound auch schon ziemlich runtergestellt. Viel mehr geht schon beinahe nicht mehr, weil dann ist er aus. Ach, so ein Ärger. Willst nochmal zum Laden in Sektor 6? Weiß ich nicht. Wie, wer zum... Bist du... Pass auf, wie du mit mir sprichst. Okay, wir kommen da auf jeden Fall nicht durch. Der Typ in dem Rohr ist sonderbar. Egal, was man ihm fragt, er antwortet nur mit... oder... Ah. Hast du von dem Val Market gehört? Nee. Das ist der Market in den Slums von Sektor 6. Da kriegst du alles, was du dir nur denken kannst. Allerdings nur, wenn du es schaffst, hinzukommen. Die Straße ist so eine Sache für sich. Okay. Aerith, der Mann ist krank. Er muss in der Nähe ohnmächtig geworden sein und wurde von jemandem herangeschafft. Ah, wer ist das denn? Okay. Das ist er. Willst du ihm nicht helfen? Hör mal, ich bin kein Arzt. Nein, wohl nicht. Oh, der Mann ist tätowiert. Ich glaube, es war die Zahl 2. Okay, wir können ihm anscheinend nicht helfen. Ich weiß ja gar nicht, was wir überhaupt hier tun müssen. Ach so, oh nein. Kennen wir schon. Es rennt er hier hin und her. Aus dem Weg! Beeilt euch! Wenn du was willst, geh in den Laden. Okay. Da rennt auch noch jemand rum. Was ich tue, ich laufe herum und gucke auf den Boden. Man kann viele Sachen finden, die Leute verloren haben, wenn man nach unten guckt. Die findest du nicht, wenn du nach oben schaust. Stimmt's? Ja. Hast du recht. Blinzeln? Richtig. Wir handeln hier nur gegen Gil. Ja, das ist mir bewusst. Okay. So ein bisschen eingekauft. Wer bist du? Was ich tue, ich laufe rum und naja, können wir auch schon. Was müssen wir denn hier machen? Hoppla! Denk bloß nicht, dass du einfach zu mir kommst. Komm und um meinen Kühlschrank leeren. Futtern kannst. Hat dir deine Mutter keine Manieren beigebracht? Ich wollte auch gar nicht an deinen Kühlschrank dran, Kollege. Egal, ob es Schrott ist oder Materia, hier in den Slums kannst du alles kriegen. Wir haben jede Menge Materia. Schau dich gerne in Ruhe um. Okay, jetzt die Kälte, Gewitter. Feuer, Eis, Blitz und heilen. Und wieso? Ach, ich habe nicht genug Gil. Ich wollte gerade sagen, wieso kann ich die denn nicht kaufen?
Okay, wir rennen hier jetzt irgendwie nur rum, dumm rum. Wir gucken mal da rein, was da drin ist. Hallo? Wie, du willst Waffen? Zu schade. Ich habe keine Waffen, die ich dir verkaufen könnte. Und zwar, weil es zum Waffengeschäft da lang geht. Ja, okay. In den Slums musst du auf dich aufpassen, aber dafür brauchst du Waffen, stimmt's? Wäre von Vorteil, ja. Aber... nö. Shoot. Nächster Halt. Midgar, Midgar. Fahrgäste, die in Midgar aussteigen wollen möchten, bitte läuten. Weißt du, Midgar soll funkeln und prickeln und elegant sein. Ach ja, eines Tages fahre ich auch hin. Ja, würde ich nicht tun. Ist nicht so schön, wie es sich anhört. Ah, a safe stone. Yay. Nein! Das wäre was geworden jetzt. Okay, das ist, glaube ich, ihr Haus, soweit ich das weiß. Ja. Ich bin zurück, Mama! Das ist Cloud, mein Leibwächter. Leibwächter? Heißt das, dass hier wieder jemand gefolgt ist? Bist du in Ordnung? Du bist doch nicht etwa verletzt? Ich bin in Ordnung. War Cloud bei mir? Ja. Danke, Cloud. Und was machst du jetzt? Ist Sektor 7 weit von hier? Ich will zu Tifas Bar gehen. Ist Tifa ein Mädchen? Ja. Eine Freundin? Freundin? Ja. Ja, es ist eine Freundin. Oh, wie schön. Na, das ist nett. Also Sektor, ich zeig dir den Weg. Du spinnst wohl. Warum willst du dich nochmal in Gefahr bringen? Reine Gewöhnungssache. Gewöhnungssache? Na, ich weiß nicht. Sich von einem Mädchen helfen lassen? Ein Mädchen? Was meinst du denn damit? Und du meinst, du kannst sowas sagen und ich höre mir das einfach an? Mama, ich bring Cloud zu Sektor 7. Ich bin bald wieder da. Aber Schatz, ich gebe auf. Wenn du dir was in den Kopf gesetzt hast, hörst du sowieso nicht mehr. Aber wenn du unbedingt gehen willst, warum gehst du nicht morgen? Ja, du hast recht, Mama. Aerith, bitte geh und mach das Bett. Deine Augen glänzen so. Du bist Soldier, oder? Ja, zumindest früher einmal. Ich weiß nicht, wie ich es dir sagen soll, aber kannst du bitte heute Abend von hier verschwinden, ohne Aerith etwas zu sagen? Nee. Um nach Sektor 7 zu gelangen, musst du durch Sektor 6. Es ist gefährlich. Du solltest dich also heute Abend ein bisschen ausruhen. Cloud? Gute Nacht. Oh Mann. Du wirkst recht müde. Ich habe lang nicht mehr in einem Bett geschlafen, wie diesem geschlafen. Oh, ja. Seit damals. Mensch, bist du gewachsen? Ich wette, die Mädchen lassen dich nicht in Ruhe.
Eigentlich nicht. Ich mache mir Sorgen um dich. In der Stadt gibt es viel Versuchung. Wäre wohl, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Bin nicht interessiert. Ich will den Beutel da aufheben. Ich muss eingeschlafen sein. Sektor 7 ist hinter Sektor 6. Ich müsste das alleine schaffen. Nee, du nimmst jetzt erst den Trank da auf. Und eine Phönixfeder. Ups. Cloud, hab gedacht, die Trunks kommen. Schlaf ein bisschen. Ah, verdammt, wir müssen leise sein. Diesmal fängt mich niemand. Okay, das ist ganz schön schwierig. Kann ich denn noch langsamer gehen? Ich kann nicht noch langsamer gehen. Okay, diesmal hat es anscheinend geklappt, oh Gott sei Dank. Sollen wir mal nochmal speichern? So, durch Sektor 6. Sektor 6 war das hier. Ich weiß es gar nicht. Anscheinend nicht. Scheint dann doch hier lang. Hier, wo die. Wo kommt sie denn her? Du bist aber sehr früh auf. Ich konnte dich nicht bitten, mitzugehen, wo ich doch wusste, dass es gefährlich werden könnte. Bist du fertig? Du musst durch die Slums in Sektor 6, um zu Tiefer 7. Was? Was? Nochmal. Du musst durch den Slum in Sektor 6, um zu Tiefers 7 Himmel zu gelangen. Ich bring dich hin. Komm mit. Ein Haus. Wir kämpfen gegen ein Haus. Irgendwie ist mir diesmal aber wirklich der Oh. Der Sound abhanden gekommen, zumindest der Sound von den Waffengeräuschen und so. Und dieses Nee, ich höre ihn noch ganz, ganz leise, ist er gerade. Ach Quatsch.
Ich weiß nicht auch mal. Blablabla. Ich weiß gerade auch nicht, wie man hier flieht. Ah, Gott sei Dank ist kaputt. Da müssen wir dann doch noch mal in die Option. Tut mir leid. Der X bisschen höher drehen. So. Gucken mal, ob das jetzt besser ist. So, mal eben heulen. So. Nein, 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 nein. Da musst du auf jeden Fall nicht lang. Das verraten. Okay, jetzt ist der Sound wieder da. Zwar immer noch ziemlich leise. Sehr übel das mit der, mit der Dings, dem Sound. Ist die Musik so übelst laut, das ist echt übel. So, komischen Würmer tot. So, dann nochmal in die... So, jetzt muss es aber... einigermaßen passen. Ach, wir können da unten durch. Jetzt habe ich es gesehen. Ich würde schon sagen, wo müssen wir denn hin? Da wären wir beinahe tot gegangen. Konnte dies denn passieren? Boah, die ziehen, wie viel ziehen die? Ist ja übel. Hallo, geh weg. Ja, jetzt aber gut. Was für üble Viecher sind denn das? Ich meine, wir können die echt gut trainieren, weil die scheinen ziemlich stark zu sein, aber... das ist doch schon echt übel. Die geben auch nicht wirklich viel Erfahrungspunkte. Oh je. Viele Tränke haben wir auch nicht mehr. Wieso komme ich denn? Ich wollte schon schimpfen und mich beschweren. Auch nichts machen. Ach
Jetzt kann ich hier hochrennen. Für ein Scheiß. Das ist Tor. Das ist ja. Das Tor zu Sektor 7 ist dort hinten. Danke. Jetzt müssen wir uns also verabschieden. Schaffst du den Weg nach Hause alleine? Oh nein. Was soll ich jetzt machen? Ist es das, was du hören willst? Bringen sie nach Hause. Bringen sie zu Sektor 7. Es ging vielleicht. Werde ich dir nicht im Weg sein? Was meinst du im Weg? Nichts. Können wir eine Pause machen? Wenn es sein muss. Hey, ich kann die Rutschen hochrennen. Ich kann nicht glauben, dass das immer noch hier ist. Cloud? Hier drüben. Welchen Rang hattest du? Rang? Du weißt schon, als Soldier. Oh, ich war... Erste Klasse. Genau wie er. Wie wer? Mein erster Freund. War's dir ernst? Nein, aber für eine Weile mochte ich ihn schon. Vielleicht kannte ich ihn. Wie heißt er? Ist wirklich nicht wichtig. Christis. Kommt jetzt auf uns zugefahren. Was? Oh, da hinten. Tiefer? Das Mädchen im Wagen war tiefer? Wohin fuhr sie? Sie sah komisch aus. Warte! Ich laufe allein weiter. Geh heim. Oder auch nicht. Aerith, wo bist du? Ich bin hier jetzt gelandet. Ein ziemlich gefährlicher Ort, vor allem für Mädchen. Wir müssen tiefer schnell finden. Ja, wir müssen jetzt erstmal speichern. So, meine Freunde. Damit endet die heutige Folge leider hier schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Ich würde mich über Daumen nach oben und Kommentare freuen. Wir sehen uns das nächste Mal wieder. Bis dahin, euer Hunter. Ciao, ciao.